So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und da sich die GoPro mal wieder gedacht hat, nee, heute habe ich keine Lust auf Ton, ist jetzt die erste Sequenz hier nachsynchronisiert. Das Video hat aber gleich wieder normalen, ganz normalen Sound, wie ihr das gewohnt seid. Und in dem Video soll es mal darum gehen, wie man Prüfungsangst vor allen Dingen beim Führerschein überwinden kann, was ihr dagegen machen könnt, praktische Tipps und ja, genau das, was viele einfach plagt, wie kann man dagegen vorgehen? Und ich würde sagen, ohne lang rumzuschnacken, fangen wir direkt an. Die Tipps könnt ihr auf jegliche Prüfung übertragen. Es bezieht sich jetzt in dem Fall aber auf die Führerscheinprüfung, Motorrad-Führerscheinprüfung. Gilt aber zu über 90% auch genauso für einen Autoführerschein, für irgendwelche Klausuren, die ihr schreibt und so weiter und so fort. Irgendwo da, wo ihr einfach das Gefühl habt, ihr seid so einem Druck ausgesetzt und ihr müsst performen. Da kann das alles funktionieren. Ich habe gesehen, über 80% meiner Zuschauer, die regelmäßig meine Videos schauen, haben diesen Kanal nicht abonniert. Und ja, das ist für euch kostenlos. Mich würde es extrem unterstützen. Dementsprechend würde es mich auch massiv freuen. Dadurch kann ich besseren und noch mehr Content für euch bringen. Und ja, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, der ganz, ganz wichtig ist. Prinzipiell ist eine Führerscheinprüfung nichts anderes als eine Fahrstunde, die du davor auch schon hattest. Und dann musst du dich fragen, hast du denn auch bei jeder Fahrstunde davor immer Angst gehabt, nicht zu bestehen bzw. irgendwas falsch zu machen? Wahrscheinlich nicht. Und genauso ist es jetzt auch. Klar, du kannst durchfallen und dann musst du das wiederholen und es kostet auch Geld und so. Und dadurch entwickelt man eben den Druck und das Gefühl, dass man unbedingt bestehen muss. Aber lasst es euch gesagt sein, wenn ihr mal durchfallt, das ist kein Weltuntergang. Das ist mal der erste Punkt. Und zweitens, es ist prinzipiell einfach nur wie eine Fahrstunde. Ihr macht einmal die Grundverübung und dann tuckert ihr noch ein bisschen durch den Straßenverkehr. Und ihr seid nicht die Ersten, die da verkacken und ihr seid auch nicht die Ersten, die das bestehen. Das heißt, es gab von allem was. Ihr seid wirklich nicht allein damit. Man denkt dann oft immer so schnell, ja, nee, alle haben es doch gepackt und ich soll das jetzt nicht schaffen und so, was ist das für ein Scheiß? Wie gesagt, ihr seid damit nicht alleine. Wenn ihr mal durchfallen solltet, ist es kein Weltuntergang. Dann macht ihr es in 2 Wochen einfach nochmal neu, übt nochmal und dann passt das auch. Jetzt ein ganz praktischer Tipp für all die, die eben extrem aufgeregt sind vor Prüfung. Und da kann ich euch wirklich nur diese Beruhigungsatmung 478-Methode empfehlen. Was bedeutet das und was macht man da? Und zwar atmet man da 4 Sekunden lang ein, also ganz langsam einatmen, dabei bis 4 zählen. Dann haltet ihr die Luft 7 Sekunden lang und atmet anschließend 8 Sekunden lang aus. Das hilft mir extrem, muss ich sagen. Allgemein dann, auch wenn ich mal nicht einpennen kann oder so, mache ich das. Das ist einfach eine Atmung, die einen sehr schön runterfährt und beruhigt und euch dann einfach wieder auf das Wichtige fokussieren lässt. Und das kann ich euch auch wirklich nur bei Prüfungen empfehlen. Ist das wirklich eine schöne Methode, um direkt vor Ort noch was machen zu können, wenn man gerade plötzlich aufgeregt wird und nicht weiß, was man dagegen unternehmen soll, weil die Prüfung in 2 Minuten anfängt. Dann müsst ihr euch auch unbedingt klar machen, dass diese Horrorgedanken, diese Verlust- und Versagensängste nur in eurem Kopf sind. Nur da spielt sich das ab und auch nur da könnt ihr das bewältigen. Das heißt, wenn ihr euch schon Tage zuvor die ganze Zeit Gedanken darüber macht, ja, was ist, wenn ich durchfalle? Was ist, wenn ich es nicht bestehe? Was ist, wenn ich da die Kreuzung nicht sehe oder mal abwürge? Ja, das könnt ihr euch alles denken und es ist auch zu einem gewissen Teil zu Recht so. Das kann alles passieren. Aber was wäre denn, wenn das alles nicht passiert? Was wäre denn, wenn ihr es einfach besteht und keine Fehler macht? Ihr habt mit Sicherheit auch schon einige Fahrstunden gehabt, wenn ihr zur Prüfung zugelassen werdet, wo ihr so gut wie keine Fehler gemacht habt oder nur ganz kleine Fehler. Und glaubt mir, in der Prüfung seid ihr auch nochmal anders konzentriert. Also da habt ihr auch nochmal eine gewisse Konzentration mehr und macht dadurch auch zu einem gewissen Grad weniger Fehler. Klar, schützt euch das nicht davor, dass ihr auch eklatante Fehler macht und mal eine Vorfahrtskreuzung oder so überseht. Das passiert jedem, selbst eingespielten Fahrern, die schon lange den Führerschein haben. Aber im Allgemeinen ist es so, dass in der Prüfung auch weniger Fehler passieren als in der Fahrstunde, weil ihr dann, wie gesagt, nochmal anders fokussiert seid. Und dementsprechend sind diese Gedanken wirklich nur in eurem Kopf und versucht euch auf das Positive zu konzentrieren, was ihr könnt und nicht das, was ihr alles falsch gemacht habt und was euch nicht so besonders gut liegt.
Also das ist ein Riesenfehler, als nur daran zu denken, ja, was ist denn, wenn ich verkacke? Dann der nächste Punkt, um all das überhaupt machen zu können, ist natürlich einfach top vorbereitet zu sein. Wie man sich gut vorbereitet, das habe ich schon x-mal in zig Videos erzählt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr hier oben auf die Playlist klicken. Dann kommt ihr zu allen Videos, was ihr vor der Fahrschule, vor der Prüfung machen könnt, um bestens vorbereitet zu sein, damit dann auch wirklich nichts passieren kann. Das könnt ihr euch wirklich reinziehen, kann ich euch nur empfehlen. Gibt es diverse Tipps. Und das ist halt einfach das A und O, was ihr davor machen könnt und auch definitiv machen solltet, damit ihr so entspannt wie möglich an die ganze Geschichte rangehen könnt. Es ist aber dann, das weiß ich, dass es dann oft so ist, dass der Fahrschullehrer euch anmeldet und ihr zwei Stunden vorher oder so, zwei Fahrstunden vorher nochmal Fehler macht und ihr dann mega verunsichert seid und denkt so, oh scheiße, wie soll ich denn das bestehen? Dafür ist dann eben das Video hier nochmal gut. Dann auch noch ein praktischer Tipp, das hatte ich eben schon leicht angerissen, aber ihr stellt euch immer nur die negativen Situationen vor, aber stellt euch auch die positiven Situationen vor, ganz wichtig. Und wie würdest du agieren, wenn dir sowas passiert? Also was passiert dann, wenn du dir jetzt denkst, okay, was ist, wenn ich einmal abwürge? Dann wirst du dadurch nicht durchfallen. Dann konzentrierst du dich einfach, atmest kurz zweimal tief durch und machst es bei der nächsten Kreuzung besser. So ist das. Und ja, das sind so die praktischen Tipps, die ich euch mit an die Hand geben würde, wenn ihr die Führerscheinprüfung bestehen wollt, aber immer sehr, sehr aufgeregt davor seid und einfach Schiss habt, zu verkacken. Ging mir übrigens auch so. Also ich habe da auch immer richtig Schiss gehabt. Und diese Tipps entstehen eigentlich auch immer erst danach, weil man mit den Jahren auch dazulernt. Und dementsprechend könnt ihr von euch auch ehrlich gesagt nicht unbedingt erwarten, dass ihr mit 16 Jahren, die gerade den A1-Führerschein macht, oder wann auch immer ihr einen Motorradführerschein oder irgendeine Prüfung macht, ihr könnt auch nicht immer erwarten, dass das von Anhieb an perfekt läuft. Also das ist auch mal ein Riesenpunkt, den man sich klar machen muss. Wenn ihr verkackt, dann ist das, wie gesagt, kein Weltuntergang. Passiert jedem mal und habt da auch nicht immer die riesigen Ansprüche an euch. Also man kann Fehler machen, das ist alles ganz menschlich, alles ganz natürlich und dementsprechend auch nicht so das Riesenproblem. Ich hoffe für euch, dass ihr, also das würde ich mir einfach wünschen, dass ihr nicht zu arg den finanziellen Aspekt im Hinterkopf habt. Also wenn ihr euch davon ein bisschen loskoppeln könnt und, sag ich mal, beim Motorrad oder so lieber mal 200 Euro spart und dann da einen kleinen Puffer habt beim Führerschein. Das ist auch auf jeden Fall was, was einen entspannt wirken kann, weil man dann weiß, okay, ich kann mal verkacken und dann ist das trotzdem kein Weltuntergang, ich krieg meinen Führerschein trotzdem noch. Das ist auch etwas, was sich definitiv gut auswirkt. Ja, das war es eigentlich soweit zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut gerne auch auf Instagram und TikTok vorbei, wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.